So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Na, läuft die Aufnahme? Ja. Zum weiteren Let's Play mit Dark Souls 3. Wir sind ins Archiv vorgestoßen. Irgendwie hatte ich ein Dämmern da im Hintergrund noch, dass hier eine Figur, eine Person eingesperrt sein soll. Wir haben mit unserem Superzauber hier, mit unserem Flammenbogen, unser Schwert regelmäßig angezündet. Ich glaube, ich sollte doch mal versuchen, langsam eine Estus-Flakon vielleicht umzurüsten, denn uns ist dabei der Fokus ausgegangen, dieser blaue Balken da oben. Und deswegen brennt mein Schwert jetzt nicht mehr. Es brennt immerhin sehr viel länger, als diese Kügelchen darauf zu schmieren. Sehr viel kürzer allerdings, als wenn man ein, was heißt Kügelchen, also diese, ach, wie heißt es denn noch? Verkohltes Harzbündel, dann gibt es ja das große Harzbündel, das etwas länger brennt, habe ich den Eindruck. Aber das ist schon sehr cool, da haben wir, glaube ich, den richtigen Zauber gefunden. Allerdings geht es auch nur gegen fleischliche Gegner sehr effektiv. Wie gut, dass wir davon jetzt ein paar Untote wie Bibliothekare hier haben. So, schauen wir mal. Irgendwo Glitzi. Ist hier noch ein Glitzi? Irgendwie über uns. Muss hier da auf der Brücke wahrscheinlich, oder? Und wir haben hier eine Kristallzauberin, der wir schon ein paar reingewirkt haben, aber die irgendwie auf der anderen Seite jetzt drüben steht. Da war die nicht da drüben? Da oben ist sie. Die kriegen wir nicht erwischt. Bei den blödsinnigen 3D-Models brauche ich gar nicht versuchen, da durchzuschießen. Und außerdem haben die alle Wachs auf dem Kopf und haben sich eine Kerze auf dem Kopf gebunden. Wie genau das beim Lesen helfen soll, ich weiß es nicht. Irgendwas zischelt hier doch auch noch. Irgendwas ist hier dann noch versteckt. Was wohl passiert, wenn man mit dem brennenden Schwert hier drauf holzt? Da ist wieder so eine Patches-Statue. Was? Aber warum sollte ich das? Ist das Teil eines Rätsels oder was? Oh, da oben liegt noch was Schönes. Aber leider schleichen hier auch viele miesgelaunte kleine Wichtel rum. Die Tanitschuppe, schön. Waren wir hier gekommen? Oder? Ja, da müssen wir gekommen sein. Na, hier muss man sich ja sehr gut umsehen in dieser Bibliothek des Grauens. Ich frage keiner nach meinem Ausweis. Okay, das heißt, hier waren wir hochgerannt. Hier sind wir deswegen dann noch nicht durchgegangen, ne, oder? Das war nicht dein Ernst, Junge. Diese Wichtel, ich kann sie nicht mehr sehen. Schwer asthmatische kleine Axtträger. Oh, ach hier, das. Genau, siehst du, das hatte ich ja fast noch vergessen. Ein entmutigter Ritter. Naja, wer bis hier gekommen ist, der findet Spaß an dem Spiel in irgendeiner Form. Auch wenn es manchmal anders wirkt, ich finde ja auch Spaß an diesem Spiel. Macht mir schon, also die Herausforderung ist schon cool. Aber den Ritter hat es jetzt entmutigt. Wie groß ist denn die Seele? Ja, schon ganz ordentlich. Drei oder fünf. Da in der Mitte ist da auch noch irgendwie was. Da muss man da auch noch irgendwie drauf kommen können. Und sie ist jetzt da oben. Nicht, dass sie nachher, wenn man sie zweimal trifft, dann wieder nach unten springt. Das wäre natürlich super scheiße. Und da sind die Leitern. Aber das ist wieder so eine Abkürzungsleiter, die erst später runtergelassen wird. Okay. Okay.
jetzt hier auf einmal dunkel. Konnte man da hindurch? Ne, da war nur die Sackgasse. Ne? Das ist aber sehr dunkel hier. Na, ist das Nebel oder Gas? Geiler Sound. Oder? Ich hoffe, das nimmt die Aufnahmen auch mit. Sehr cool. Da ist ein Glitzi. Da sind ja gleich zwei Glitzi. Wie gemein ist das denn? Und wahrscheinlich irgendwelche untoten Monster, die einem gleich den Schädel einschlagen. Die kriegt man ja wieder nicht bei. Das hatten wir doch schon mal. Oh. Wie gemein ihr doch seid. Was? Chaotisches Dingsbums. Oh, das ist wieder dieser... Oh nein, das ist wieder dieser Verfluchungsschaden, ne? Verflucht. Aha, witzig. Okay, ich geb's. Okay, das heißt, hier gibt es irgendwelche Verfluchungsscheiße. Aus welcher Richtung mache ich das denn am besten? Moment mal, ist das in allen den Regalen dann? Oh, dagegen kann man nichts tun. Sache. Das ist aber, dagegen kann man gar nichts machen. Böse Bücher. Die Frage ist, wie kommt man da jetzt ran, ne? Nein. 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 Das Ding. Jetzt sind wir aber echt zugeschissen, nachdem wir nachdem das vorher so schwierig war, ist das jetzt aber üppig. Was man hier sieht. Ja, da seid ihr schon wieder. Ne? Oh, ein Hebel. Und wie kommen wir da ran? Zu blind gewesen, ihn zu sehen. Das ist aber wirklich cool hier, oder? Ist das denn jetzt pauschal in jedem dieser aufgeschlagenen Bücher? Nee, das hier schon mal nicht, oder? Nee, das ist der Schrank, der versunken ist. Ich dachte schon. Das ist eine normale Kiste, oder? Nur was sind das hier alles für Gegenstände? Das ist doch ein Pyromantie-Zauber, oder?
schwarzes Haar der Hexe. Ach, guck mal, sind das jeweils die Bücher, die so leuchten oder was? Ja, sind es. Ich war schneller als ihr. Testwert, oder? Also kann man offensichtlich nichts dagegen machen. Seht ihr da überhaupt was? Ja. Okay. Okay. Wir haben 6 Funkeltitanit bekommen. Noch irgendwas anderes Cooles bekommen. Da, die Krone. Schwarzes Haar der Hexe. Ach, das ist eine Peitsche. Das ist eine Waffe, gar keine Krone. Eine Peitsche geflochten aus dem schwarzen Haar einer Tochter der Hexe aus Isalis, die die Chaosflamme erschaffen hat. Ihr langes, lockiges Haar birgt die Macht des Feuers, die durch die Fertigkeit dieser Waffe entfesselt werden kann. Fertigkeit Flammenpeitsche. Die Peitsche wird kurzzeitig von Flammen umhüllt. Vielleicht sind es dieselben Flammen, die einst die Hexe selbst verschlangen. Das ist ja so eine sympathische Waffe. Okay. Besser wieder Licht, sonst sind wir gar nichts. Schon 20.000 Seelen. Jetzt ist es langsam ein bisschen ärgerlich, wenn wir da drauf gehen würden. Kommt er gleich um die Ecke? Ja, natürlich kommt er um die Ecke. Hallo. Wieso kann ich den nicht ansehen? Hä? Weil er Mist, weil er vielleicht gar nicht böse war? Ich kann dich auch nicht anvisieren, Junge. Ach, das Wachs. Sorgt das vielleicht dafür, dass diese Geister mich nicht antatschen? Okay. Oh, sag mal. Wie hinterfotzig ihr doch seid. Unangenehme Typen seid ihr. Das war ja... Okay, das heißt, die greifen einen auf kurze Distanz doch einen an, haben sich aber so viel Wachs über die Birne gegossen, dass sie einen nur auf kurze Distanz auch überhaupt sehen. Zünder die Fackel. Ja, kann ich scheinbar nicht. Obwohl, wir haben doch Feuerfallen haben wir doch irgendwie. Aber die waren auch teuer, oder? Aber einmal ausprobieren möchte ich das. Irgendwie nicht. Ist auch wieder eine Falle hier. Wenn wir da rausrennen, kriegen wir das gleich am Kopf. Wieso ist das dann erloschen da? Und wieso scheint sie so rauszuragen? Thank you.
Das ist aber nicht nett, ständig die Position zu ändern hier. Ja, war ein Versuch wert mit dem Feuerpfeil da. Bevor ich die verplemper, rüste ich sie mal wieder ab. Hier wartet doch irgendwas auf mich. Was ist das? Schweine. Wo ist sie denn, die eine? Und was glitzert hier denn? Irgendwas. Da. Guck mal da hin. Ach, von da oben. Ah, okay. Man muss über die Bücher laufen. Okay. Dann muss man sich da wieder droppen und ist wieder ganz am Anfang. Ja, natürlich. Natürlich ist man was. Ach, guck mal, die Leiter. Jetzt hockt sie da drüben. Ach ne, da ist sie immer noch, ne? Das ist aber auch ein fieser Zauber, finde ich. Und da oben hocken sie alle, ey. Gemein. Oh nein! Ich habe also auch noch ein Messer. Ach shit, den ganzen Mist nochmal. Okay. Okay, wo muss ich noch mal lang? Darum, ne? Wo? Was ist das denn hier? Haben wir den verpasst? Ja, wieso haben wir den verpasst? Okay, vielleicht ist er irgendwo runtergefallen. Was war das? Da hinten muss ich durch, ne, oder? Da war Sackgasse, oder? Da muss ich gar nicht lang. Und wo hier ist jetzt die Leiter, oder? Ne. Wo endet denn die Leiter dann? Der Ebene?
Okay, dann können wir das ja doch benutzen. Oder komme ich jetzt nicht? Ich komme jetzt nicht zurück, ne? Oder? Hä? Ach, ich bin auch sowas von dumm. Da hätte ich von unten rangekonnt und nun renne ich diesen Weg. Ich bin so bescheuert. Das denn gewesen? Achso, der bleibt ja in seiner Ecke stehen da. Ich muss ja zusehen, dass ich jetzt nicht gekillt werde. Ich hasse diese Dinger. Mist, Mist, Mist. Nein, 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 lass mich. So pisst sie sich wieder, die alte Kuh. So, ich bin draußen. Ihr habt hier keine Macht über mich. Seht ihr? Gut. Die echten? Nee, haben die doch. Okay. Wie lange hält er denn bitte aus? Ey, so eine Scheiße. Ach kommt. Ist doch nicht euer Scheiß ernst. Nein! Was ist das denn hier? Eine volle Stufe liegt da jetzt rum. Aua. Okay, das bedeutet keine Fehler jetzt. Was? Das kann doch nicht dein Ernst sein, ey. Leiter hoch. Hoffentlich werden wir da nicht getroffen jetzt. Ja, natürlich werden wir jetzt da getroffen. Na super, das ist ja eine tolle Abkürzung. Ach scheiße. Sehen wir wohl, die liegen da oben. Oh, was war ich
Fahren wir rein. Scheiße, wie will ich jetzt? Einen höher müssen, ne, oder? Oder wie lieber Gott? Oder liegt ja auch noch gesehen? Da liegt ja auch noch was. Das ist eine Leiter. Ach komm, das ist doch... Scheiße ist das. Mann, wieso sieht sie mich da, ey? Kackbratzen. Na, ja, ich habe schon wieder geachtet. Kein guter Winkel hier. Ach Mist. Jetzt reicht's mir aber hier Spacken. Warum kann man... Nein, das waren 47.000 Seelen. Ich konnte mich nicht bewegen. Wahrscheinlich ist es Wachs oder so. Ich habe keine Ahnung. Alter, das war eine komplette Stufe. Ich drehe durch. Oh Mann, so ein Mist. Was zum Fuck? Wieso macht sie das neuerdings? Zeitfenster, dass man da hochklettern kann, oder? Nee. Irgendwie nicht. So richtig viel mehr Schaden macht das aber nicht, oder? Vielleicht wegen der Wachsschicht oder so. Oh ja, schön Homing oder was? Ach Mann, wirklich. Was für ein Scheißort ist das hier, ey? Was? Von beiden Seiten jetzt auf einmal? Und jetzt geht natürlich auch. Ach komm schon, ey. Ja, schon Maschinengewehr oder was? Ach, sag mal. Das ist doch nicht zu fassen hier, ey.
Oh Mann. Wie kann es angehen, dass ich so viele Seelen verloren habe? Mann. Ach, geht weg. Scheiße. Angst, dass ich durch diese Texturen durchfalle. Da ist noch wieder ein Hebel. Da unten was erschienen. Okay, später, Peter. Ist ja gut. Warum kann man mich immer nicht treffen, diese Kackwichte? Verdammt nochmal. Interessant, dass sie hier unten auf dieser Ebene geblieben ist diesmal, oder? Boah, hier hagelt es aber echt Seelen, ey. Oh ne, lass mal. Ihr seid ja gleich zu zweit. Boah, sagt mal Leute, ey. Das ist doch nicht euer scheiß Ernst hier, ey. Was? Was zum... Was? Wieso kann ich denn die Waffe nicht wechseln? Was war das denn? Kackspacken wir gleich. Was schnarchen hier? In dieser Bibliothek gebe ich aber nicht so viele Sterne. Nur wo war jetzt das mit dem Schrank? Auf welcher Seite sind die Schränke runtergekommen? Und wofür? So, aber hier kommen wir jetzt ja nicht weiter, oder? Wir sind da gedroppt. Hier oben können wir hochlaufen oder wir benutzen die Leiter, oder? Die Leiter hat uns ja eben schon mal so viel Glück gebracht. Und die Frage ist, wie droppen wir denn dahin? Okay, hier ist die Brücke und der Eingangsbereich, okay. Alter, eine komplette Stufe weg. Was war das? Hier schon wieder. Wieso sind die tot? War ich hier oben doch schon? Bin ich... War hier der Kampf? Jetzt bin ich völlig verwirrt. Was war das?
Wo sind denn jetzt die Schränke runter oder hochgefahren? Bin ich ja beknackt? Da hinten liegt noch was. Kerzenhalter der Gelehrten. Ja. Bibliotheken sind gefährliche Orte, würde ich sagen. Ne? Da hinten ist hier so ein Tor. Und über mir stapft auch noch was rum. Da hinten sind wieder so Kerzenköpfe. Ja, aber wie kommt man da jetzt rüber? Ist ja komisch. Da stellt man sich schon darauf ein, dass sie vorlaufen und dann laufen sie nicht vor. Dieses Spiel ist von einer Fiesheit unglaublich. So, da ist auch noch so ein goldenes Tor. Mann, 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 wer hat diese Bibliothek angelegt? Und wo zum Teufel sind jetzt diese... Wo haben wir das mit dem Hebel jetzt erzeugt, dass das hochgegangen ist? Ich verliere völlig den Überblick. Oder ist es am Ende runtergegangen? Also da unten. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich werden wir es gleich herausfinden, auf die unangenehme Art. Da kommt man aber nicht durch die Wand irgendwie. Klackert der da schon wieder rum? Oh. Das ist ja wohl sowas von fies, ey. Schön im Buch auf dem Boden versteckt. Das erkennt man ja wirklich nicht, finde ich. Der hat die Bücher. Der hat die als Fallen ausgelegt, der Sack. Wie heftig ist das denn? Hat aber eine heftigste Blähung. Ja, da muss man jetzt noch auf die Bücher achten, die auf dem Boden verstreut sind. Das sind auch wieder zwei so Bücher da, oder? Och nö, nicht mit 42.000 Seelen. Nein, nein, nein.
Wer knarrt und knurrt denn also? Ein Beichtstein. Beichtstein muss auch sein lassen. Okay. Das ist very interesting. Wer eiert denn da so rum? Das ist ja fürchterlich. Hier droppt doch gleich irgendwas. Und das finde ich nicht gut mit so vielen Seelen. Das heißt, wir retten jetzt diese 42.500 Seelen. Und damit können wir ja schon ein bisschen was anfangen. Und schauen, dass wir nächstes Mal in diesen Geheimgang da reinkommen. Aber am Anfang des ganzen Salats bauen sie einem so viele Leuchtfeuer hin. Und jetzt gibt es keine Leuchtfeuer. Das ist doch gemein. Oder dort ist ein Leuchtfeuer, was der Typ da bewacht. Ach, siehst du, guck, das habe ich ganz übersehen. Okay, Gott sei Dank haben wir das gesehen. Was machst du denn mit deinen Büchern da, Junge? Okay, der Ring macht so eine Brummeltöne. Der Ring des Gelehrten, der Ring des Gelehrten. Wo ist der Ring des Gelehrten? Da. Erhöht die Intelligenz. In Lothric gilt der Lehrte seit langer Zeit als eine drei Säulen der Herrschaft eines Königs und ist daher Hüter des großen Archivs. Ja gut, Leuchtfeuer haben sie trotzdem nicht für uns. Gemeinheit ist das. Die Frage ist, ob wir jetzt den dann noch versuchen. Oder ob es genau das ist, was sie jetzt wollen, was wir tun. Da muss man ganz schön weit laufen für diese 42.000 Seelen, oder? Und ich sage euch, wir haben so viele Homeward Bones. Das versuchen wir dann beim nächsten Mal. Jetzt, wo wir den Geheimgang da freigemacht haben. Danke, lieber Kollege, der das auf den Boden geschrieben hat. Ich hätte den Hebel jetzt da in der Hektik fast übersehen. Aber das ist doch schon mal nicht schlecht. 42.500, daraus lässt sich doch was machen. Eine weitere Stufe. Und dann geht's zurück in das Archiv beim nächsten Mal. Bleibt schön neugierig. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.